so, das war eigentlich ein Großteil der Aufnahmen für das Video. Aber kurz danach sagte meine SD-Karte, ich bin defekt. Jetzt sind alle Dateien 0 Bytes groß und ich muss den Großteil nochmal aufnehmen. Recover und so eine Programme haben auch nichts gebracht, also nice. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Heute möchte ich euch die Hero Mask Pro vorstellen. Eine VR-Brille, die mir netterweise von Hero Mask kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Und damit ist es möglich, bestimmte YouTube-Videos in 360 Grad oder auch Spiele aus dem Play Store in VR zu erleben. Dazu muss man einfach sein Handy in der Klappe hier einlegen, das zeige ich euch dann auch später. Und man kann an drei Stellen den Gurt verstellen, damit eure Dickköpfe und hoffentlich ausgeweiteten Gehirnvolumina dort auch reinpassen. Unten findet ihr dann noch eine Gaming-Taste, damit könnt ihr zum Beispiel das Video durch das Betätigen dieser Taste stoppen oder auch zu anderen Videos navigieren oder halt in den Spielen mit bestimmten Schaltflächen interagieren. Oben sind noch drei Rädchen angebracht, mit denen man die Schärfe verstellen kann. Jetzt zeige ich euch noch, wie das Ganze funktioniert. Also man sucht sich erstmal was aus, was man erleben möchte. Dann mit eingeschaltetem Handy natürlich macht man die Klappe auf und legt das Handy da rein. Ich habe meins auch locker mit Hülle selbst reinbekommen. Und selbst auch Galaxy S20 und sowas bekommt ihr da rein. Und dann sieht man jetzt schon, dass das Video so angezeigt wird durch die Linsen. Wie das Ganze dann noch später auf dem Handy so aussieht, zeige ich euch dann noch. Leider kann man ja nicht veranschaulichen, wie man es selbst so erlebt. Die meisten Geräte sind auch kompatibel. Bei Apple geht es zum Beispiel ab dem iPhone 4 los. Und falls ihr noch unsicher seid mit eurem Gerät, könnt ihr auch direkt anfragen. Der Support wird euch dann bestimmt antworten, zum Beispiel bei Amazon. Mit enthalten sind auch eine kleine Kurzanleitung, was man so damit machen kann. Und ein Putztuch, damit ihr schön die Linsen reinigen könnt. Und das Handy-Display sollte auch möglichst staubfrei sein. Und falls ihr eine starke Brille braucht, dann könnt ihr selbst damit durch die VR-Brille gucken. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz, wie das Ganze funktioniert. Also erstmal mit den YouTube-Videos. Gebt da einfach zum Beispiel 360 Grad. Und dann wähle ich mal das hier mal aus mit den Löwen. Und ja, so ist dann die Ansicht hier auf dem Handy, aber durch die Linsen sieht es dann natürlich für einen ganz normal aus. Und ja, tatsächlich gibt es auch was von Star Wars in dieser Art. Hier eine Szene mit Darth Vader und danach seht ihr noch kurz einen Flug im X-Wing. This is the last chance for one of you to tell me where Obi-Wan lives. Otherwise, you all die. We're picking up more targets dead ahead. Imperial fighters, visual contact. Und dann kommen wir noch kurz zu den Spielen. Da müsst ihr im Play Store VR-Spiele zum Beispiel eingeben. Als Gelegenheitsspiel haben wir hier mal VR X-Racer. Da könnte man sich für sein Fluggerät auch noch Upgrades holen, wenn man möchte. Hier bei Horror Asylum sieht man auch nochmal gut, dass man den Virtual Reality Modus auswählen kann
und dazu auch noch den Gaming-Button, der für die Spieler relativ essentiell ist. Das ist also eher ein Spiel für die, die sich erschrecken möchten. Und hier beim dritten Spielbeispiel, VR Kosmos, werden wir in verschiedene Galaxien befördert und könnten dann auch, wie hier gezeigt, Raumjäger abschießen, also je nachdem, was das Spiel so hergibt. Also danke nochmal an HeroMask, dass sie das Produkt zur Verfügung gestellt haben. Der Amazon-Link ist unten in der Beschreibung aufgeführt und dann bis zum nächsten Video.